Servus und willkommen zu einem neuen Es spricht. Ihr seht schon, es ziehen düstere Wolken auf und heute möchte ich mal über ein doch eher trauriges Thema mit euch sprechen, und zwar über die ganzen Anschläge und was die letzten paar Wochen auch während der EM bei uns im Land abgelaufen ist. Und wir alle, ihr lebt ja nicht irgendwie hinterm Mond, gehe ich davon aus. Und wenn man so die Medien so im Internet durchschaut hat, hat man immer mitbekommen, immer wieder Messerstecherei hier, drei Verletzte dort. Dann ein 20-Jähriger ist erschlagen worden von der Gruppe Ausländer. Und ich will gar nicht alles auszählen, weil das jetzt in der Stunde noch da, was bei uns die letzten 4-6 Wochen alles vorgefallen ist, was Bürger, die in diesem Land eigentlich nur in Ruhe ihr Leben leben wollen, erlebt haben, mitmachen mussten und was die für Angehörige verloren haben und auch eben Leute ins Krankenhaus gekommen sind und da vielleicht verstorben sind. Wie zum Beispiel auch beispielsweise dieser Polizist, der nur seine Arbeit machen wollte. Ne? Und man muss sich jetzt mal den Gedanken fassen, ne? Wie ist es denn dazu gekommen? Wie kann es denn sein, dass in diesem tollen Land, das beste Deutschland aller Zeiten, jetzt immer mehr Anschläge passieren, immer mehr Leute Angst haben, das Haus zu verlassen? Ich meine, Leute, wir haben gerade EM, ne? Das ist ein Ereignis für Deutschland. Und viele sagen, ich kann nicht auf so eine Fanmeile gehen, weil es mir einfach zu gefährlich ist. Ich kann nicht mit meinen Kindern auf diese Fanmeile gehen, weil ich Angst um meine Kinder habe. Ich war damals zur WM auf einer WM-Meile in Nürnberg. Das muss man echt sagen, wenn ich Kinder hätte, ich würde es mich nicht trauen, mit denen da hinzugehen. Weil ich einfach Angst hätte, dass da irgendein so ein Spinner aus Syrien, Irak oder sonst woher durchdreht und da Amok läuft. Und wir eine Innenministerin haben, die und sagt, nee, das ist alles gut, wir machen weiter so, weiterhin Flüchtlinge rein, rein, rein. Und die Nazis sind die Bösen, die Nazis, vor allem die Nazis sind mir schlimm. Ich meine, habt ihr irgendwie gehört, dass ein Nazi in letzter Zeit eine Messerstecherei angefangen hat oder irgendwas? Oder dass irgendwie ein Nazi Amok gelaufen ist? Ich nicht. Es sind immer nur diese Leute, die sich in unser Land nicht integrieren wollen, sei es aufgrund ihres Glaubens oder eine andere Weltansicht. Und wenn man dann sieht zum Beispiel, dass jetzt eine Partei in, wo war es, irgendwo im Osten, hat einen Parteitag abgehalten, die AfD. Und dann kamen dann lauter, sagen wir mal, Demonstranten, so links-grün-Versiffte halt, so Extremisten aus meiner Sicht, die dann versuchen, diese Leute daran zu hindern, an diesem Parteitag teilzunehmen. Eine Partei ist ja prinzipiell nichts Böses, es ist eine Vereinigung und man muss die nicht mögen und das nicht verstehen, was die da wollen. Ich hasse die Grünen auch bis zum Tod. Aber ich akzeptiere es auch, wenn jemand bei den Grünen ist, ne? Und muss die nicht bekämpfen und bekriegen. Und dann geht man da hin und versucht, die Delegierten und Abgeordneten und was da und die Mitglieder daran zu hindern, auf diesen Parteitag teilzunehmen und auch mit Gewalt. Und dann höre ich, dann sehe ich da wieder im Fernsehen, dass da, was ich was, 30 Polizisten zusammengeschlagen wurden oder verletzt sind und zwei davon schwer verletzt. Ne? Einer mit Tritten gegen den Kopf. Ich gehe doch nicht hin an einen Polizisten und tritt noch auf den seinen Kopf ein, wenn der am Boden liegt. Was stimmt denn mit unserer Gesellschaft nicht? Was ist denn mit den Leuten los da draußen? Und sind wir mal ehrlich, in unser Land geht es massiv bergab. Also es geht wirklich so dermaßen bergab, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wie damals die Ampel an die Macht gekommen ist, ich habe schon echt Schlimmes befürchtet, ne? Aber die haben selbst meine schlimmsten Erwartungen völlig pulverisiert. Und die denken auch nicht irgendwie daran, mal zu sagen, hey, wir haben da einen Fehler gemacht, wir müssen dagegen steuern, wir müssen das jetzt so und so machen. Nein, die sind felsenfest davon überzeugt, dass das, was sie machen, absolut richtig ist und dass das perfekt ist, was sie da umsetzen. Und sind wir mal ehrlich, jetzt kommen ja, soweit ich mitbekommen habe, im Monat bis zu 40.000 Leute in dieses Land rein. 40.000 Leute, das ist halb Bamberg ist das. Und diese halb Bamberg, die musst du irgendwo unterbringen, sei es Wohnraum oder irgendwas. Und dass diese Leute, wenn die hier nicht keinen Wohnraum bekommen oder nicht so aufgenommen werden, wie sie es quasi vermittelt wurde bei ihm zu Hause in dem Land, dass die dann wütend werden. Das verstehe ich auch irgendwo, ne? Du willst ja nicht irgendwo dein Leben lang in einem Flüchtlingsheim leben mit zigtausend anderen Leuten. Du willst ja auch mal ein halbwegs lebenswertes Leben leben und dir etwas aufbauen.
Ich kannte einen Syrier, ich kenne ihn immer so. Der hat mir mal geschrieben aufgrund meiner YouTube-Videos. Der hat mir gesagt, er kam, ich glaube, wann war das, 2016 oder so, beim Syrienkrieg nach Deutschland. Und der hat damals gesagt, er hat hier einen Beruf angenommen, er hat Bäcker gelernt oder hat als Bäcker gearbeitet, hat dann eben gearbeitet, jemanden kennengelernt, wollte dann hier oder möchte hier heiraten oder so und er wollte sich eine Wohnung kaufen. So, jetzt ist es so, die Wohnung hat er nicht bekommen, weil er kein unbegrenztes Aufenthaltsrecht bekommen hatte und ob der jetzt noch hier in den Land lebt, weil er abgeschoben worden ist, aber Fakt ist, das war jemand, der sich erfolgreich integriert hat und solchen Leuten legen wir Steine in den Weg. Leuten, die sich nicht integrieren wollen, denen eröffnen wir Tür und Tor. Wie es zum Beispiel bei den ganzen Anschlägen hier ist. Und man muss sich jetzt mal vorstellen, wir haben es ja auch an Silvester mitbekommen. Ne? Also ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, an Silvester ist ja in Köln war die Hölle los, da in Hamburg oder irgendwo in Berlin. Viele Frauen trauen sich ja gar nicht mehr auf die Straße an solchen Veranstaltungen, weil sie einfach Angst um ihr Leben haben. Weil es bilden sich dann Gruppen von, sag ich mal, Gesindel und die gehen halt dann hin und in der Gruppe fühlen sie sich stark, machen Frauen blöd an, machen aber auch Typen blöd an und dann, wenn die halt nicht so springen, wie die das wollen, ne, dann gehen die dann halt ein paar. Weil es hat ja keine Konsequenzen für die. Wenn die jetzt hat, zum Beispiel eine Massenvergewaltigung, da haben 9 Leute eine Frau vergewaltigt. Von diesen 9 Leuten sind schon wieder 8 auf freien Fuß. Und der eine bekommt vielleicht eine Strafe auf Bewährung von halbem Jahr oder so. Ich weiß nicht, also wie ich damals aufgewachsen bin, ist mir erklärt worden, so eine Vergewaltigung ist eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst. Ne? Und früher hat es auch geheißen, da kommen echt alle in den Bau. Da bist du mindestens, wenn du eine vergewaltigst, bist du 2 Jahre mal weggesperrt. Bei uns, das ist irgendwie eine Labalie, das wird mir zum Hobbyvergewaltigungen, so Gruppenvergewaltigung, das ist mir so eine Hobbyaktivität langsam mittlerweile in unserem Land, habe ich das Gefühl. Und dann siehst du halt, dass diese Leute dann maximale Bewährungsstrafe bekommen oder Geldstrafe, dann machen die da weiter und abgeschoben werden die auch nicht, daran denkt man gar nicht. Und ja, so ist es halt in unserem Land, es wird immer rauer, immer krimineller und immer unfriedlicher. Und da fragt man sich schon, ob man das Land verlassen sollte. Also ich zum Beispiel, ich kaufe mir als nächstes ein neues Haus, neue Wohnung oder so, muss man schauen. Und warum soll ich jetzt eigentlich noch hergehen und soll da 500.000 oder so in dieses Land investieren, wenn ich weiß, woanders, sei es in Spanien oder so, geht man besser mit den Menschen um. Da ist man mehr für die Mitbürger da. Und das vermisse ich halt einfach bei unserem Land, dass die Regierung den Mitbürgern schützt. Wir zahlen ja Steuern, wir wollen ja ein friedliches und idyllisches Leben haben. Und die Regierung tut eigentlich aktuell alles dafür, dass unser Leben nicht friedlich ist, nicht idyllisch und nicht friedvoll. Und das, was mich auch traurig macht, ist, dass immer noch so viele Idioten da draußen Grün und SPD wählen. Ich verstehe das gar nicht. Was stimmt mit den Leuten, die heute noch Grün oder SPD wählen? Also ich selber bin freier Wähler, um Gottes Willen. Niemand muss die freien Wähler wählen, das kann jeder für sich selber entscheiden. Aber ich muss doch mal schauen, einfach mal für mich in mich gehen. Ich muss sagen, so, die letzten 3 oder 4 oder 5 oder 8 Jahre, hat sich denn was in unserem Land fundamental verbessert oder verschlechtert? Ich muss doch auch mal ein Fazit ziehen, ob das, was die letzten Jahre passiert ist, diesen Land und meinen Mitmenschen gut tut oder eher schlecht tut. Und sagen wir mal ehrlich, es hat sich nichts, aber auch gar nichts für unser Land verbessert. Ich war jetzt in Japan und ich habe da Urlaub gemacht, 2 Wochen, 1 Woche in Südkorea. Wenn ich mir dieses Land anschaue, ne, wie weit die sind 50 Jahre weiter als wir, die sind uns so dermaßen überlegen in jeder Hinsicht. Und ich nenne das nun mal das Bahnsystem, denn ihr U-Bahn- und Bahnsystem ist 10-mal komplexer als unseres, aber es funktioniert. Die haben nicht, die Japaner haben gar nicht so Gedanken wie, ich könnte jetzt mit meinem Zug den Flug verpassen oder ich könnte jetzt mit meinem Zug nicht unpünktlich auf Arbeit kommen. Diesen Gedanken gibt es bei denen einfach nicht, wenn die aus dem Haus rausgehen, weil bei denen das Zugsystem wie eine Schweizer Uhr funktioniert. Bei uns, da kannst du gar nicht irgendwie sagen, du fällst mit der Bahn, weil du weißt, du kommst nicht pünktlich an. Und statt dass man da mal gegensteuert, überlegt man jetzt halt noch mehr Geld reinzupumpen in dieses Affensystem.
Ich muss doch mal hergehen und muss doch mal der Schlange den Kopf abschlagen und muss sagen, mach mal auf, du bist unfähig, du wirst jetzt ersetzt und dann muss jemand hin an die Spitze dieser Bahninstitution, der fähig ist, der mal den ganzen Scheiß umkrempelt, der mal sagt, so geht's nicht oder ich hole mir von mir aus Expedisen oder aus dem Ausland, aus Japan oder hole mir Leute aus dem Land, die es einfach können und machen nicht einfach irgendwie willkürlich mit Steuergeldern, was ich will und hoffe dann, dass das Richtige dabei rauskommt. Und ja, sind wir mal ehrlich, also wenn das so weitergeht, wir sind ja wirtschaftlich auch Deutschland voll im Niedergang, also es geht wirklich bergab. Meine Firma zum Beispiel, Bosch Rexroth, wir haben Kurzarbeit, wir stellen jetzt 240 Leute aus. Deshalb arbeite ich zurzeit ein halbes Jahr im Allgäu, jetzt bin ich hier bei mir zu Hause, habe Urlaub gerade und im Allgäu haben wir Arbeit ohne Ende, aber ab 2028 wird es dort wahrscheinlich auch zu betriebsbedingten Kündigungen kommen, weil eben wir machen dort 4-5 Verbänner und das wird dann quasi entweder ausgegliedert oder die Nachfrage ist dann nicht so groß. Wir beliefern jetzt hauptsächlich asiatische Länder mit Verbrennerteilen, muss man sagen. Wir beliefern eigentlich gar nichts mehr aus Deutschland. Es wird vielleicht noch in Bamberg was montieren und so, aber eigentlich kommt das größtenteils kommt alles in asiatische Länder. Und mit denen fangen wir gerade einen Wirtschaftskrieg an. Mit China zum Beispiel wegen die Zölle auf E-Autos. Was können denn die Chinesen dafür, dass die bessere E-Autos bauen als wir? Wir haben doch jeden Trend verschlafen. Und wenn ich mir anschaue, ich fahre aktuell einen VW-Dienstwagen. Nicht das neueste Modell, das vorneueste Modell. Dieses Auto ist sowas von benutzerfeindlich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist eine Krankheit. Ne? Ich meine, außenrum, Platz, alles schön und gut. Aber alles, was in der Mitte ist, Software, Bedienung, Oberfläche, das haben sich ein paar geistig behinderte Affen ausgedacht. Ein normaler Mensch würde sowas gar nicht konstruieren. Und da wundert es mich nicht, dass die alle Chinesen kaufen. Ich würde mir auch kein deutsches Auto mehr kaufen. Ich fahre einen 3er BMW, ich würde mir einen Chinesen kaufen. Ein NIO. Aber wie gesagt, bei uns, da geht irgendwie alles bergab. Und ja, wie geht es jetzt weiter wahrscheinlich? Also wir haben jetzt Europawahlen gehabt. Die Freien Wähler haben leider nur, ich glaube, 0,4 oder 0,5% zugelegt. Es lag wohl auch daran, dass überhaupt keine Werbung gemacht wurde für uns. Also da haben wir aus meiner Sicht völlig versagt. Und jetzt kommen dann die Bundestagswahlen. Ich persönlich würde mir wünschen, dass die AfD da auf mindestens 35% kommt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der mega AfD-Fan, aber ich sag, ohne AfD wirst du dieses Land nicht mehr, du wirst die Kurve nicht mehr kriegen auf Deutsch. Du wirst dann weiterhin gegen die Wand fahren. CDU, das ist alles, wenn du CDU wählst, bekommst du Grün, aber sowas von. Und dann geht es genauso weiter wie die letzten Jahre. Und wenn CDU nicht begünstigt, dann geht er mit SPD. Und das haben wir ja gesehen, was das ist. Und ich, so hart wie es klingt, die einzige Hoffnung, die ich eigentlich habe, das ist wirklich, dass die AfD da mal so viel abräumt, dass sie entweder in die Regierung rein muss oder dass würde ich mal die anderen sagen, hey, wir müssen jetzt wirklich 5 Koalitionspartner haben, ne, damit wir noch in die Regierung stellen können und dass vielleicht dann mal das Erwachen kommt, aber das glaube ich nicht, dass die dann erwachen. Die machen das Land gar kaputt. Tja, sehr bitter bei uns, ne? Vor allem für junge Leute ist es noch bitterer. Ich bin jetzt zum Beispiel ja aktuell im Allgäu unterwegs, ne? Und das sind auch viele, also das Team, mit dem ich zusammenarbeite, ist sehr, sehr jung. Die haben gar keine Option, sich irgendwann mal im Leben eine eigene Immobilie zu kaufen. Das ist alles so teuer da unten. So, ich meine Wohnung hier, ne? 50 Quadratmeter Bau, also wie ich sie gekauft habe, Kaufpreis 63.000 Euro, hat jetzt 10 Jahre später einen Wert von 180.000 Euro. Da unten kostet eine Wohnung mit 50 Quadratmeter Minimum 480.000 Euro. Da haben wir 84.000 Euro, da kommen noch Zinsen drauf, Grunderwerbsteuer, Maklergebühr. Da bist du bei 625.000 Euro oder so. Wie will denn ein Mensch oder eine Familie 625.000 Euro abzahlen und hat dann bloß eine 50 Quadratmeter Wohnung und hat nicht mal Platz für die Familie, sondern für eine Person? Und wenn du dann eine Wohnung willst mit 80, 90 Quadratmetern mit Familie, da bist du bei über 1 Million. Wie soll denn eine Familie 1 Million im Jahr auf ihr Leben abzahlen? Das geht doch gar nicht. Die arbeitet ja bloß noch für die Wohnung oder fürs Haus. Und
für die ist es noch bitterer, weil die junge Generation hat eigentlich überhaupt keine Chance mehr mit Sparen, was im Leben zu erreichen. Mir ist damals als junger Mensch gesagt worden, du musst sparen, du musst da Geld anlegen, nicht in den Aktien so, aber du musst einfach sparen, damit du mal was hast. Und die heute, die jungen Leute, die können sparen, was sie wollen. Keine Chance, keine Chance, nicht mal den Hauch einer Chance. Und das, da verstehe ich viele, wenn die sagen, wenn ich mein Leben lang arbeite und spare und spare und spare, dann kriege ich auch nicht mehr, als einer, der Bürgergeld hat. Deshalb ist eigentlich wirklich, wer unter 2000 netto hat, der sollte eigentlich Bürgergeld beziehen. Es ist leider so, es macht sonst keinen Sinn mehr. Ja, und das war es eigentlich schon. Mehr wollte ich jetzt gar nicht sagen. Ich wollte einfach mal die Sachen anbringen, die mich die letzten Zeit gestört haben. Und vor allem ist das ja eben die Sache mit den Flüchtlingen, dass bei uns drunter und drüber geht, dass die machen können, was sie wollen. Dass sie, ich meine, die USA hat Terrorwarnung ausgerufen für Deutschland. Ne? Die haben eine Reisewarnung haben sie ausgerufen für Deutschland. Das musst du dir mal vorstellen. Die haben gesagt, bei uns ist es nicht sicher. Die Sicherheitslage ist so schlecht. Es wurde auch irgendwo wurde ein Public Viewing jetzt abgesagt, weil die Polizei gesagt hat, wir können die Sicherheit nicht gewährleisten. Wann ist denn es jemals passiert, dass bei uns ein Ereignis, ein Festival oder irgendwas, eine Veranstaltung wegen Sicherheitsbedenken abgesagt wurde? Das letzte Mal, wo es abgebrochen wurde, war die Love Parade, wo die paar Zerquetschten dabei waren. Da sind ja damals auch, da sind 12 Leute oder so gestorben und ich wollte damals eigentlich hin, bin aber nicht hin, ich habe gar Zeit, kein Geld gehabt damals, aber das ist ja Wahnsinn, was bei uns abgeht. Es ist unvorstellbar, dass wenn mir einer erzählt hat vor 8 Jahren, das hätte ich nie geglaubt, dass das so bei uns mal abgeht. Ja. Und das soll es gewesen sein. Wir sehen uns dann das nächste Mal im nächsten Video vom Electric Love Festival. Da bin ich jetzt in Österreich 4 Tage. In diesem Sinne, macht's gut und habt eine schöne Zeit und versucht doch trotzdem irgendwie dem Leben was Schönes abzugewinnen.